Yo, was ist los, alle meine Strandfigur-Gentlemen? Heute das zweite Workout von der Strandfigur-Challenge. Das Einzige, was diesmal dazu kommt, sind 5 Klimmzüge nach jeder Runde von Liegestütz und Springseil. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Und Männer, ich habe so ein paar Kommentare bekommen von wegen, das ist aber so anstrengend und ich schaffe noch keine 50 Liegestütz. Natürlich schaffst du noch nicht 50 Liegestütz, wenn du gerade erst anfängst. Aber das ist doch ganz normal. Als du angefangen hast, Auto zu fahren oder Fahrrad fahren, konntest du auch schon die Kupplung richtig schleifen lassen und konntest du da auch schon lenken und den ganzen Verkehr gleichzeitig beobachten? Nein, das hast du nach und nach und nach gelernt. Und genauso ist es beim Training. Das heißt, wenn du nur 3 oder 4 Liegestütz pro Minute schaffst, dann machst du halt 3 oder 4 Liegestütz pro Minute. Wenn du schon 10 oder 11 schaffst, machst du halt 10 oder 11. Okay, alles klar, los geht's. Zweites Workout. Wir fangen genau jetzt an. Ja. Drei, zwei, eins, zweite Runde. Thank you.
2, 1. Nochmal 50. Okay, das war's für diese Woche. Zweites Workout. Mach es auf jeden Fall heute noch. Was piept hier immer noch? Warum? Egal. Mach das Workout heute noch auf jeden Fall. Wenn du sowieso schon trainierst und andere Sachen machst, dann mach dieses Workout einfach immer mittwochs und deine normalen Workouts immer an den anderen Tagen. Wenn du aber noch gar nichts bisher machst, dann mach einfach dieses Workout mittwochs und dann lass einen Tag Pause. Dann mach es nochmal zum Beispiel Freitag und dann nochmal am Montag, dass du immer einen Tag Pause zwischen hast. Okay, das war's für dieses Workout. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, damit du die nächsten Workouts auch siehst. Und schreib mir mal unten ein Video, unter dem Video einen Kommentar, was du von der ganzen Sache hältst, wie weit du schon mit deiner Strahlenfigur bist, ob du noch weitere Tipps brauchst, dann stell deine Fragen einfach unten. Und wenn du noch nicht meinen Strahlenfigur-Blog kennst, dann empfehle ich dir auch auf zurstrahlenfigur.com zu gehen und einfach mal dich für den 5 Tage kostenlosen Strahlenfigur-Kurs einzuschreiben, denn da wirst du noch sehr viel über Ernährung erfahren und das ist neben diesen Workouts auf jeden Fall sehr wichtig, um nicht nur muskulös zu werden, sondern auch das Fett an der Brust und am Bauch überall zu verbrennen, damit der Sixpack auch nach und nach kommt. Okay, das war's. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.